Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wird das ein Vlog, auch wenn die Kamera da jetzt steht. Ich habe wieder vor, meine Haare zu machen, deswegen heute kommt auf jeden Fall ein Stück ab. Ich denke mal ungefähr so. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall übers Wochenende mit. Also was heißt übers Wochenende? Heute ist Freitag, morgen nehme ich euch noch mit. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwas passiert. Aber heute mache ich auf jeden Fall meine Haare. Ich habe mir braune Farbe geholt, werde die auf jeden Fall braun machen und abschneiden. So viel steht fest. Vladi weiß das noch gar nicht. Der sitzt jetzt im Wohnzimmer. Das heißt, ich komme später rein und habe einfach eine andere Haarfarbe. Meine Haare sind kurz, aber egal. Ich dachte, ich nehme euch einfach mit, wie ich meine Haare jetzt mache. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Weil eigentlich brauche ich immer Vladi, damit der mir das quasi hinten nochmal gerade schneidet. Aber er weiß ja davon noch gar nichts. Aber ja, egal. Wir fangen jetzt einfach direkt an. Wir haben auf jeden Fall gerade eben gegessen. Vladi streamt jetzt. Das heißt, wenn ihr gleich irgendwen reden hört, so im Hintergrund, es ist Vladi, der mit den Leuten redet. Also wundert euch nicht. Aber am lustigsten ist es eigentlich, dass die Friseure ja aufhaben und so. Aber ich gehe halt schon seit über 5 Jahren, ich glaube seit 6 Jahren inzwischen sogar schon, gehe ich halt nicht mehr zum Friseur. Seitdem eine Friseurin bei mir meine Haare verkackt hat, habe ich nie wieder jemandem vertraut. Und seitdem mache ich das immer alles selber. Deswegen dachte ich mir, es wird auch nochmal Zeit. Bald kommt der Sommer hoffentlich. Und dann mache ich mir jetzt einfach mal kurze Haare, ne? Ich glaube, es kennt jeder, dass wenn man sich die Haare schneidet, man danach denkt, boah, ich hätte gerne wieder lange Haare. Aber wenn man lange Haare hat, will man immer kurze Haare. Gott, ich habe ein bisschen Angst, Freunde. Aber ich glaube so, das ist ungefähr die Hälfte. Scheiß drauf, wir machen das jetzt. Haare wachsen wieder. Oh, meine Mama hat eine Sprachnachricht geschickt. Wartet kurz, die höre ich mir noch an. Sie hat mir einfach nur das Lied jetzt aufgenommen und hat drunter geschrieben. Das ist ein gutes Lied. Oh, ich liebe meine Mama. Toll. Und ein alter Kollege von mir schickt mir gerade einen Burger mit Pommes und schreibt, bestellt, mega. Danke. Guten Hunger. Ich hätte auch gern einen Burger, auch wenn ich gerade es gegessen habe. Die sind schon so kurz, dass ich sie selber nicht sehen kann, wenn ich das so mache. Oh. 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 Das ist kurz. Dabei sind die eigentlich so gesund, ne, meine Haare. Die sind so weich. Unfassbar dumm, ich glaube, Vladi hat gestaubt. Ich kann sie mir nicht selber gerade schneiden, weil sie zu kurz sind. Scheiße. Schatz, ich brauche deine Hilfe. Keiner weiß, was ich vorhabe. Und ich weiß es selber nicht mal. Vladi ist da wieder so am Rumschreien, ne? Ja. So, Freunde. Erster Schritt ist getan. Okay, die sind sowieso schief. Oh Gott. What am I doing? Jo, ansonsten. Ja, ja, das ist in Ordnung. So, damit kann man nicht leben. Ja, Leute, ich habe kurze Haare. Ich ziehe mich jetzt schnell um und dann machen wir sie braun. Aua. Ich bin so aufgeschmissen alleine. Wenn ihre Haare länger als schulterlang. Ich glaube, die 2 cm zählen noch nicht, oder? Das heißt, ich brauche nur eine Packung. Ich habe gespart. Seht ihr? Mit kurzen Haaren spart man so viel. Shampoo,
Haarfärbedingen angefeuchtet. Ich freue mich jetzt schon, dass Vladi sich nicht mehr auf meine Haare legen kann und mir dabei wehtun kann, weil sie dafür zu kurz sind. Wenn ich mir einen Zopf mache. This is cute. It's raining man. Hallelujah. It's raining man. Oh yeah. Natürlich jetzt mal ganz im Ernst, ne? Wir hatten solche großen Patschenhände. Ups. 20 Minuten schlafen. We will wait and we will see. So Leute, der Wecker hat gerade geklingelt. Also der Timer. Deswegen gehe ich jetzt duschen, ne Jason? Jason, bist du gerade gestolpert? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert hat. Zumindest sieht es danach aus, als hätte es nicht funktioniert. Also die sind halt ja eh noch nass. Deswegen, ich glaube, die sind immer noch komplett normal blond. Aber mir ist aufgefallen, ich kann mir keinen Dutt mehr machen, weil meine Haare zu kurz sind. Dann gucken wir mal, ich glaube, ich zeige euch das dann halt morgen, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber ich glaube halt eben tatsächlich, dass es nicht funktioniert hat. So Leute, Vladi ist immer noch am Streamen, aber ich gehe jetzt schlafen. Deswegen wird der mir morgen meine Haare gerade schneiden müssen und mal gucken, wann er bemerkt, dass meine Haare ab sind. Weil wenn ich jetzt schlafen gehe, kann es sein, dass er erst morgen checkt, dass meine Haare ab sind. Morgen, Leute. Um 6:30. Ich bin wach. Ich weiß gar nicht. Schatz? Ist dir was aufgefallen? Also, du hast den Haaren geschnitten. Mir hat's aufgefallen. Ihhh, voll Büschel. Vielleicht schneidet's mir jetzt gerade. Also, das muss halt so, ne? Aber nicht zu krass, so. Du weißt, einfach hier gerade. Mach einfach gerade, Mann. Ja, mach einfach gerade. Professionell, seht ihr? Er macht die Haare so nach hinten und so. Oh. Dein Ernst, was? Oh. Ich glaube es gerade. Okay, danke. Also, ich stehe jetzt im besseren Licht als eben. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob sie dunkler geworden sind oder nicht. Ich glaube vielleicht minimal. Aber eigentlich war das leider wieder ein Fail. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Ja, ich gehe so zur Arbeit, weil es ist Samstag. Also lasst mich. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ja, miau Jason. Also mein Kollege hat mich gefragt, ob ich meine Haare dunkler gemacht habe. Das heißt, es ist ja scheinbar doch ein bisschen aufgefallen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ganz ehrlich, ich schaue mir jetzt noch die zweite Packung rein von dem Braun, weil ich sehe da keinen Unterschied. Deswegen mache ich jetzt die zweite Packung rein und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich kann nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, heute habe ich sogar mehr Farbe abbekommen als gestern, aber wir sehen es gleich, wenn ich es ausgewaschen habe. So Leute, jetzt sind die Haare zwar noch nass, aber ich glaube, jetzt sind die tatsächlich dunkler geworden als gestern. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Eigentlich gar nichts. Aber, yay! Sie sind dunkler. Also auf jeden Fall, weil hier habe ich ein bisschen geföhnt. Und ich glaube, sie sind echt dunkler. Also ich hoffe es zumindest, dass sie wirklich dunkler sind. Aber es sieht danach aus. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich direkt dunkelbraune Farbe und dann haue ich die mir rein. Ja, jetzt gehe ich die Küche sauber machen. Wie ihr hört, im Hintergrund habe ich den Staubsauger schon angemacht.
Ich mache mir jetzt, denke ich mal, was zu essen, weil ich habe echt Hunger. Und dann muss ich eigentlich nur noch die Küche aufräumen und im Wohnzimmer muss auch gestaubsaugt werden. Aber ich denke mal, da frage ich den Vladi, ob der schnell mal staubsaugt. Also jetzt, wo meine Haare so trocknen, glaube ich, hat es doch nichts gebracht. Ich habe mir jetzt eine Pizza gemacht. Hab auch schon die Küche aufgeräumt, hab die Wäsche weggeräumt, so toll wie ich bin. Und will jetzt irgendwas auf Netflix gucken, aber ich habe keine Ahnung was. Ich möchte jetzt eigentlich einfach nur irgendwas Kurzes, was ich halt alleine jetzt gucken kann, gucken. Aber ich weiß einfach nicht was. Ich habe mich jetzt für einen Tanzfilm entschieden. Ich hoffe zumindest, dass es ein Tanzfilm ist. Feel the Beat. Bin gespannt, ob das gut wird. Und ich erzähl's euch gleich direkt. Ladi ist auf jeden Fall nach Hause gekommen und hat direkt gesagt, dass meine Haare jetzt anders sind, dass sie dunkler sind. Also scheinbar sind sie doch etwas dunkler als vorher. Ne? Ja. So, ich gucke jetzt den Film zu Ende. Es ist noch eine halbe Stunde. Der ist echt gut. Muss ich zugeben, der ist echt gut. Bekomme ich danach McDonald's? Nein. So, ich bin fertig mit dem Spagattraining. Kann auch echt nicht mehr, meine Beine tun weh. Ich warte jetzt, bis das Essen fertig wird, guck noch einen Film währenddessen und ja. So sieht unser Wochenende momentan aus, aus Filme gucken, zu Hause hocken. Aber ja, ich warte jetzt aufs Essen, ich habe echt Hunger und danach mache ich einen Workout. Hallo. So, Leute, der zweite Film ist jetzt schon wieder vorbei. Deswegen mache ich jetzt das Workout. Ich werde mich nicht davor drücken. Ich mache es jetzt. So, let's go. Let's do this. Au, es hat geknackst. Ey, so hart trainiert, dass mein Haargummi einfach gerissen ist gerade. So, weiter geht's. Ich bin fertig mit dem Workout. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Animal Crossing. Habe ich schon echt lange nicht mehr so richtig gespielt. Ja, ich spiele jetzt gerade im Animal Crossing und ich muss eindeutig irgendwas hier machen. Ich weiß aber noch nicht genau was. Ich habe noch gar nichts, aber ich habe jetzt mein Haus komplett abbezahlt. Hallo, hier versuchen Leute noch was zu erklären. Also auf jeden Fall muss ich hier die Brücken und alles erneuern. Ich habe ja noch nicht mal überall Brücken. Ich dachte mir, ich mache einen Park und sowas, aber ja, keine Ahnung. Helft mir mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll alles. Ich muss das auf jeden Fall hier alles schöner machen. Und hast du alles wieder repariert? Kann ich gleich das Video schneiden oder? Oder hast du alles kaputt gemacht? Nerv mich nicht! Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Warum kriege ich Toki. das jetzt nicht da reingedreht? Ja, siehst du, das meine ich. Ich sehe es schon kommen. Ich kann gleich kein Video schneiden, Freunde. Ich, Schatz, du bist immer die, die meinen PC kaputt macht, ey. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt, weil Das du ist einfach so eine immer viel zu Lüge. hektisch bist bei So, allem. du redest zu viel, das Video wird zu lang. Tschüss. So, das war auf jeden Fall unser Wochenende, Leute. Es ist nicht wirklich was Aufregendes passiert, bis auf meine Haare, die einfach jetzt ab sind. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Man sieht ein bisschen wieder unser Wochenende, wie wir leben. Die sind am Hasseln. Am Hasseln sind die noch. Wie anstrengend Vladi ist und so, der noch nicht mal merkt, dass meine Haare ab sind. Hey, ich hab's gemerkt. Sogar Essen bekommen heute. Ja, merkst du selbst. Die wollen alle Schleim bei dir. Ich Sask brauchte nicht mal Schleim bei dir. Saskia hat auch Essen bekommen. Ja, die wollen auch bei Saskia alle Das Schleim. Ist Kollegenliebe, nenne ich das. Das nennt man Tittenbonus. Das nennt man das.
Guck mal, mein Zopf, ne? Meine Haare sind so kurz, dass da einfach schon Haare rausfallen. Toll. Ja, wie gesagt, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Sagst du tschö? Tschüss. Zicke.